Herzlich willkommen auf unserem Betrieb Gemüsebau Seischap. Wir sind ein Freilandbetrieb mit ungefähr 26 Hektar und haben auch noch 3000 Quadratmeter unter Glas. Wir waren jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch schon fleißig und haben einiges ausgesät oder gepflanzt und auch zugedeckt. Ja, hier seht ihr jetzt den Spinat. Den haben wir schon Anfang Januar ausgesät und anschließend mit Vlies und Folie zugedeckt, damit ihr es schön warm habt. Aktuell, durch die Sonnenstrahlen, ist er jetzt ganz schön gewachsen und wird dann demnächst auch aufgedeckt in den nächsten Wochen und wird gehackt. Und zusätzlich wird dann eine Stickstoffgabe gegeben, damit er besser wachsen kann. Jetzt hier auf der anderen Seite seht ihr den Rucola. Den haben wir überwintern lassen. Den haben wir letztes Jahr im August gepflanzt. Das war der letzte Satz. Als wir ihn anschließend dann geerntet haben, haben wir nochmal gehackt mit Gänsefußscharen und Fingerhacken und anschließend gedüngt. Und danach haben wir noch ein Vlies drauf gemacht, damit das über den Winter warm hat. Und jetzt treibt er schon wieder aus und wir können ihn in ein, zwei Wochen ernten. Jetzt sind wir hier auf unserem Buntzwiebelacker. Die haben wir auch schon letztes Jahr im September gesät. Wie man sieht, sind die jetzt schon recht groß geworden. Haben auch den Winter gut überlebt und sind jetzt auch seit dieser Woche in Ernte. Hier sehen wir zwei Zwiebeln. Die werden hier, schlechte Laub oder das alte Laub, wird abgeputzt. Oben die gelben Spitzen entfernt. So ist dann quasi vermarktungsfähig. Werden dann mehrere Zwiebeln in einen Bund abgepackt und anschließend verkauft. Wir sind jetzt hier in einem unserer Folientunnel vom Schnittlauch. Die Folientunnel bauen wir auf, um den Schnittlauch zu verfrühen und um ihn schneller ernten zu können. Wie man jetzt hier sieht, ist er schon schön ausgetrieben und wird dann geschnitten. Wir ernten aber auch schon in anderen Tunneln seit 3 Wochen und sind dadurch ja, einen Monat circa früher am Markt als der Durchschnitt. Hier sind wir jetzt in einem unserer Gewächshäuser. Hier haben wir Anfang des Jahres Rettich gepflanzt. Den haben wir davor in Paperpots ausgesät. So Mitte Dezember war das. Und jetzt aktuell seit einer Woche ernten wir den Rettich schon und vermarkten ihn am Großmarkt. Also ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Einblicke in unseren Betrieb geben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ciao!